So, letzter Spieltag vor der Winterpause. Der Gegner heißt SC Freiburg. Und das ist immer nur ein Team, was ein bisschen mit oben dabei ist. Was, ja, Sechster sind sie momentan. So, Bark jetzt weg, verkauft. Na, 850.000 kriegen wir tatsächlich nur. Für den Spieler, der 1,3 Millionen gebracht hätte. Oder hat. So, oh, warte mal. Ich will da nicht hin, Mann. Ich wollte jetzt auch. Da wollte ich hin. So, dann bringe ich Ludewig auf die Bank. Und jetzt heißt der nächste Gegner, wie gesagt, Freiburg. Mal gucken. So, geht jetzt sofort los. Das ist das Spiel, auf das alle gewartet haben, dem alle entgegengefiebert haben. Das wird ein absolutes Highlight. Bleiben Sie dran. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Freiburg wird es definitiv nicht einfach werden. Wolfuß und Frank Buschmann werden das Ganze wie gewohnt für Sie daheim kommentieren. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. SC Freiburg gegen Schalke 04. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften. Vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung. Letzter Spieltag der Hinrunde. Es geht ein bisschen um die Herbstmeisterschaft. Dazu müssen aber Bayern und Dortmund patzen. Also beide nicht gewinnen und dann können wir vielleicht vorbeirutschen. Müssen wir gucken, wie die anderen Spiele ausgehen. Das wäre, wie ich finde, ein gutes Mittel in diesem Spiel. Oder zumindest unentschieden spielen. Das wäre vielleicht was anderes. Gut. Na gut, holen wir uns heute hier den SC Freiburg und wir müssen vor allem unsere Hausaufgaben jetzt mal machen. Also wenn wir das Ding hier heute nicht gewinnen, dann sieht das, könnte das wieder heißen, na, wir patzen so ein bisschen. Aber wie gesagt, mal gucken, was die direkte Richtung weitergeht. Das sind auf jeden Fall zwei Punkte noch Richtung Bayern. Und das sah zwischendurch mal anders aus. Es sah schon mal anders aus. So, Marco Richter, macht da wieder so viel Betrieb wie in den letzten Spielen gegen Hertha. Du hast aus der Pause schon 7 Tore gehabt, am Ende waren es dann 8. Aber mal gucken. Unwiderstehlich, wer hier mit dem Ball am Fuß los. Erstmal macht die Freiburger ein bisschen Druck, aber die Schalke holt sich die Kugel wieder. Alario. Schön gemacht. Viel Glück dabei. Und da geht's außen im Wen wohl. Marco Richter. Was für eine Aktion. So gerade. Die Ecke nehme ich gerne mit. Die nehme ich so gerne mit, die Ecke. Jetzt der Eckball. Aus dem Angriff haben sie nichts gemacht. Ja, die Schalke versuchen natürlich die Ecke zu nutzen, aber diesmal nehmen wir sie nicht mit oder nutzen wir sie nicht. Die Tabellenspitze ist für die Gäste heute in Reichweite. Ja, es würde mich reichen mit dem Sieg, wenn wir nämlich das heute das Spiel gewinnen. Sie sind auf fremde Hilfe angewiesen. Und Dortmund und Bayern müssen patzen. Aber wir werden sehen, ob sie das heute schaffen. Aber erstmal wieder unsere Hausaufgabe machen. Ermedin Demirovic. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Und nicht das 1-0 für die Freiburger. Strammer Schuss. Am Ende nicht vom Erfolg gekrönt. Kolasinac. Guter Pass jetzt. Jo. Schade, ich dachte, ich komme da rum. Klasse Aktion, Ball ist weg. Lucas Alario. Alario! Und die nächste dicke Chance für die Berliner. Für die Schalker, Entschuldigung.
dieser Stelle ein Klassiker. Erstmal hier den Verteidiger stehen lassen und dann haut der das Ding hier raus. Aber der Keeper sagt da, den lasse ich nicht durch. Und damit ist, aber nicht gegen Bela Kotschab, dann ist es hier nämlich das 0-1. Mit der Verteidiger war es dann in 19 Minuten das 1-0. Also arme Bela Kotschab mit dem 1-0 für den S04. Aber schöne Flanke, schöne Ecke, bis in den Rückraum. Und zack, ist das Ding drin. Keine Chance da für den Verteidiger. Er freut sich über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Also wie gesagt, die Hausaufgaben, erste Schritte schon mal gemacht für die eigene Hausaufgabe. Natürlich hilft ein bisschen fremde Schützenhilfe. Ja, super. Super gemacht. Kobylanski. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Wir geben kurz ab ans Studio. Es gibt ein Tor in der Red Bull. Wir haben hier den zweiten Treffer für Leipzig. Der neue Spielstand heißt. So, und dann. Gespielt sind hier 26. Glück gehabt für die Freiburger. Ich dachte, ich habe einen Moment gewartet, vielleicht passiert da was raus. Und dann hauen die Freiburger sich das Ding hier quasi selber rein. 0:2, 30. Und Wolf, da siehst du es wieder. Diese Taktik ist extrem effektiv. Den darfst du niemals so verteidigen. Weil eigentlich ist das Ding weg. Ja, dieser Ball einfach nur in die Mitte zurück. Und das hinten halt Alario, der macht halt das Tor. Trifft auch heute. Gut, wann trifft er mal nicht? So, sorry. Ich das ist das Gute an heutigen Stadien und an heutigen Rasen. Also, 32. Minute, wie gesagt, das Tor ist gefallen für uns. Das war noch nichts. Also, Freistoß für Freiburg, okay. Sehen wir es mal positiv. Vielleicht sorgt der nasse Platz ja für zusätzliche Spannungsmomente. Passiert da noch irgendwie was aus der Situation, oder? In der Red Bull Arena gibt es ein Tor zu vermelden. Wir gehen ab ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Mönchengladbach. Der neue Tor für Gladbach. Damit also 2:1. Ja, der ist ganz, ganz gut durch. Übrigens bei weitem keine Abseits. Marco Richter. Da musste der Torhüter nicht eingreifen. Der Verteidiger hat geklärt. Kolasinac auf der anderen Seite. Ja, der kommt nicht hin. Der kommt nicht hin. Quan. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Er geht hier volles Risiko mit seinem Angriff. Ja, aber alles gut gegangen. Ja, könnte was werden. Nein, nicht, kein Tor für Freiburg, keine Situation, Glück gehabt. Also wie gesagt, Hausaufgaben erstmal sind die, machen die Schalke gerade, die führen nämlich das 2-0. Gut, das eigene Tor war spät, das zweite Tor war einfach nur Geschenk. Und dann ist es wieder Marco Richter. Immer wieder Marco Richter und dann ist es sogar noch das dritte vor der Pause. 5-0 in Leipzig, 3-0 gegen die Bayern, 5-1 in Wolfsburg. 5:3 gegen Hertha BSC Berlin und zur Pause steht es jetzt 3-0 in Freiburg. Also läuft. Es ist immer wieder diese rechte Seite. Ich dachte im Vorfeld Marcel Rose, mittlerweile ist es Marco Richter, der das einfach komplett nutzt. Kaum Sperren, kaum Verletzungen.
Bisher haben wir wirklich Glück. 6. Saisontor. Da fragt man sich, ernsthaft? Erst? Normalerweise hätte ich gedacht, das wäre ein bisschen mehr gewesen, aber... Damit ist Pause. Beruhigende Führung zur Pause. 3-0 ist der Spielstand. So, müssen wir gleich mal auf die Zwischenstände schauen, wenn nämlich die Bayern und die Wolfsburger und die Dortmunder stehen, weil... Vielleicht reicht es ja. Vielleicht sogar am Ende noch Herbstmeister zu werden. Erstmal die Hausaufgaben, eigenen Hausaufgaben machen. Und die macht man bisher in Freiburg. 3-0 wieder. So, Dortmund spielt gegen den HSV. Da steht es übrigens nichts, weil das Spiel ist noch nicht angepfiffen. Und die Bayern gegen Bremen 0-0. Die hätte man momentan. Aber wie gesagt, es geht da. Mal gucken, was es wird. Erstmal eigene Hausaufgaben machen. Das nächste Mal Richter, der wieder über die rechte Seite vorbeikommt. Gegen Okori. Eigentlich kein Problem. Gerade auch. Und das war viel, viel Glück. Da war nämlich noch ein Freiburger dran. Weil das hätte auch anders ausgehen können hier. Ja. Oh, war doch keiner. Ne, war doch keiner mehr dran. War ein Fehlschuss. Ich dachte mir, oh, denn das war ein Fehl. Das war ein gut abgeklärt, aber. Okay, das ist für mich ja unwichtig. RB Leipzig. Neuer Spielstand damit 3-1. Gespielt sind hier 49. Ich glaube, gegen München Gladbach spielen die. Tor! 4-0! Korbinanski, wieder Marco Richter, der mit Glücksmann den Verteidiger da im Laufen bekommt. Und jetzt ist 4-0. Mal gucken. Da kommt dieses Tor noch. Ja, ja. Einfach ein bisschen Glück dabei gehabt, aber funktioniert. Alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerfen. So, dann kann ich jetzt mal eben kurz einen Wechsel vollziehen. Weil der Richter, den brauche ich in den kommenden Spielen definitiv noch ein bisschen. So, mal die Piontek vorne reinwerfen. Der hatte mich gegen Hertha auch 90 Minuten auf der Bank gesetzt. Will vielleicht ein Doppelwechsel passieren. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Nicht mehr kurz ab. Arms Studio. Es gibt ein Tor in der Red Bull. Wir haben hier das nächste Tor für Leipzig. Neuer Spielstand damit 4-1. Gespielt sind 54 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante. So, die Freiburger haben jetzt schon mal da eine Situation weniger, weil sie nämlich eben diese rechte Seite weg haben. Und diesen Marco Richter, der da so viel Power gemacht hat, da kommt halt ein Brüchel ab und macht halt Sechser sein Tor. 59. Hätte ins lange Eck, keine Chance an den Keeper. Nächste Tor ist gefallen. Für ihn ist das Tor Nummer 2. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Sie liefern heute, man muss es deutlich sagen, eine schlechte Leistung in diesem Heimspiel ab. Man merkt das auch. Von den Tribünen kommt nichts mehr. Ja, das ist eine ganz neue Situation für die Fans hier, Wolf. Die werden normalerweise verwöhnt. Und es scheint mir so, als wüssten sie überhaupt nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Bei Lazio könnte ein Transfer anstehen. Erste Zahlen haben wir auch schon gehört. Richtig, aber wirklich fix ist da noch nichts. Den Rosum, jetzt mal die linke Seite der Gelsenkirchener. Mal probieren was. Jetzt kann die Alleingabe kommen. Ah, gibt die Ecke. Gut gemacht. Hab Jonte gleich da durchaus gelauert. Also ich möchte heute nicht in der Haut des Spielers stehen. Oh, Cori, der hört nicht auf. Hoffentlich einfach keine Chance hätte. Ja, die heute. Der Platz kann das ab. Dank der Drainagen heutzutage sind die... Nächste Ecke kommt. Von früher ja selten. Ah, da, Piontek, erste, zweite Versuch, aber den Keeper, der bleibt da dran. Gibt es Neuigkeiten, das ist
ein Tor gefallen. Ich gehe mal eben rüber ins Studio. Wir haben hier Tor Nummer 3 für Hertha BSC. Neuer Spielstand damit 3:1. Gespielt sind hier 70 Minuten. Vielen Dank für den Ball. Ist weg. Das war nicht zwingend genug. Den hält er sicher. Die nächste Partie in der Bundesliga steht an für den SC Freiburg. Dann geht es zu Hause gegen den Hamburger SV. Und da freuen wir uns auf eine wirklich hochklassige Begegnung. Also wie gesagt, Aufgabe in Freiburg ist erledigt. Die Frage ist, wie, mit welchem Ergebnis. Und dann gucken wir einfach mal, wie es am Ende ausgeht. Schwolo ex-Freiburger, ja. War ja auch lange im Angebot im Gespräch der Schalke, was wohl dann nach Hertha gewechselt ist. Kobylanski. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Jetzt ist er auf. Piontek 0:6. So, den mache ich auch noch, den Wechsel eben kurz. Eingewechselt und getroffen, 82. Tor Nummer 7 für ihn in dieser Saison. Ja, zumindest haben wir mal ein Backup noch und jetzt geht Timo Becker raus und Ludwig kommt noch in die Mannschaft. Die Nummer 9. Ja, der nächste tolle Pass. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Erstmal weg. Ja, es gibt Decke. Einwurf. Einwurf für die Freiburger. Seine Zuspiele sind heute. Wobei ich fast bei dem einen Situation, bei dem Tor jetzt erwartet hätte, dass der Abfall, weil es sah ein bisschen abseits aus für mich. Schwolo, der verhindert sein Gegentor. Die Ecke kommt rein. Klasse gemacht, stark geblockt. Hab dich. Erstmal raus damit. Weit, weit nach vorne. Kommt er überhaupt immer noch hinterher? Die letzte reguläre Spielminute läuft. Oh, ich sehe durch das Spiel. Da kommt die Tafel. Zumindest das halbe Dutzend noch voll. Kobylanski. Den pfeift er mir im Angriff noch weg, den Ball. Das Ding. Meines jetzt nicht spielentscheidend, aber. Naja, egal. Alles gut. 6:0 der Auswärtssieg in Freiburg. Und Hausaufgaben ist gemacht. Die Frage ist, was haben die Bayern gemacht? So, da haben wir die Aufgabe gelöst. Also wie gesagt, mal gucken, was in der was jetzt in den anderen beiden Partien passiert ist. Wie gesagt, gerade jetzt in München, die gegen Bremen spielen, die Dortmunder laufen, glaube ich, noch nicht. Ja, zumindest dürfte die Partie gerade laufen. Gucken wir mal auf die Ergebnisse. So, gehen wir weiter. Bayern hat gewonnen, damit ist das Thema Herbstmeisterschaft sowieso mal ad acta gelegt. So, die Bayern sind auf jeden Fall Herbstmeister, der nächste Gegner. Du hast doch gespielt, mein Freund. Du hast gespielt. Tut mir leid, aber Becker ist momentan ein absoluter Stammspieler. Oh, Dortmund hat sogar es geschafft, tatsächlich, weil die noch gewonnen haben, ja. Also Dortmund Herbstmeister vor den Bayern und dann sind wir bis auf 2 Pünktchen dran. Dann hinter uns wiederum 2 Punkte die Leipziger. Also 4 Punkte mit Vorsprung auf Eintracht Frankfurt auf dem ersten Nicht-Champions-League-Platz. Aber mal gucken, wie die Saison noch weitergeht, ne? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter.